Schönen guten Abend und damit hallo und willkommen bei den Pixelmachern. Heute aus dem schnieken Berlin, aus Kreuzberg, um ganz genau zu sein. Und nein, in dieser Stadt wird nicht nur gefeiert. Hier wurde und wird schon seit einiger Zeit Geschichte geschrieben. Beispielsweise hinter mir, das ist ein Steingasometer, 120 Jahre alt und das letzte seiner Art in Berlin. Im Zweiten Weltkrieg wurde es dann ausgebaut und zwar zum Hochbunker. Und zu kalter Kriegszeiten war es dann ein Reservelager für Lebensmittel. Kalter Krieg im Netz. Darum geht es heute hier bei uns um Hacker und Cracker. Und dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen, Christian Stöcker. Der ist C64-Besitzer der ersten Stunde, Ressortleiter der Netzwelt bei Spiegel Online und Autor. Also der Mann kann eine ganze Menge. Mit dem werden wir heute zum Thema auf jeden Fall noch sprechen. Und dann sind wir noch bei der Next Level Konferenz in Köln, haben eine neue Rubrik am Start und zwar die magischen Momente im Videospiel. Fangen jetzt aber auch erstmal an und zwar mit einer Zeitreise. Deutschland in den 80ern. Der analoge Wutbürger geht auf die Straße, ganz ohne Blogs und Tweets. Computernetze und moderne Technik sieht man skeptisch, als ein Repressionsmittel staatlicher Macht. Der deutsche Staat hat aufgerüstet im Kampf gegen den Terror der RAF. Und man kann diesen Leuten nur raten, diesen unsinnigen Kampf doch aufzugeben und nicht den Weg zu gehen, der sie in einen solch schrecklichen Tod führt, aufzugeben, denn das kann man wohl sagen, wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Rasterfahndung, Vernetzung von Behörden und Militär, die Furcht vorm gläsernen Menschen und Verdummung durch die Glotzkiste. Moderne Öko-Alternative und moderne Technik passen nicht zusammen. Und ihr könntet eigentlich jetzt so langsam schon mal abschalten, nicht? Denn heute kommt nichts mehr. Und danach geht doch mal in den Garten, wenn ihr einen habt. Anders dagegen die bürgerliche Mitte. Man mag Technik und Technik-Freaks. Als 1984 zwei Hacker des Chaos Computer Clubs über das neue BTX-System testweise 135.000 D-Mark von der Hamburger Sparkasse abbuchen, findet das sogar der Chef der Bank nett. Ich muss sagen, alle Hochachtung vor der Tüchtigkeit dieser Leute. Der deutsche Computerfreak steht in bester deutscher Ingenieurstradition. Alles nette Jungs, die sich für Technik interessieren. Einer von ihnen ist Karl Koch, alias Hackbar C-Line. Durch ihn sollte sich das Bild des deutschen Hackers grundlegend ändern. Karl Koch ist in Hannovers Hackerszene bekannt. Er und einige Mitstreiter kommen auf die profitable Idee, gehackte Infos an den KGB zu verkaufen. Der russische Geheimdienst ist interessiert. Die ersten Rubel rollen. Karl Kochs Kokainsucht wächst sich zu einer Psychose aus. Im Verfolgungswahn vor mächtigen Geheimbünden bricht er schließlich zusammen. Der Rest der Gruppe klaut Daten, wo er sie nur kriegen kann. Unter anderem auch von der Universität von Kalifornien, Berkeley. Dort wird der Astrophysiker Clifford Stoll auf die Eindringlinge aufmerksam. Er stellt den Hackern eine Falle. Die deutschen Behörden können die Gruppe dingfest machen. Ihre Computer werden beschlagnahmt. Karl Koch kommt zunächst auf freien Fuß. Am 30. Mai 1989 wird seine verbrannte Leiche in einem Waldstück bei Gifhorn entdeckt. Die Umstände sind bis heute unklar. Hat er unter dem Druck der Verhöre Selbstmord begangen? Die anderen Beteiligten werden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das Gericht kann keinen Schaden für die Bundesrepublik oder die USA erkennen. Doch Spionagevorwürfe in den letzten Atemzügen des Kalten Krieges schüren Ängste im Volk. Deutschland hat verstanden. Die Netze sind gefährlich. Und Hacker verfügen über eine mystische und gefährliche Macht. Hacken wird zum Synonym für jede Art Computerkriminalität. Egal ob Phishing, Softwarepiraterie oder Virusentwicklung. Ausgerechnet die Instanz, die die Prinzipien des Hackens formuliert hat, der Chaos Computer Club, nimmt verheerenden Schaden. Die deutschen Hacker sind vom Diskurs über die neuen Technologien ausgeschlossen. Und das sollte über Jahre so bleiben. So, wir sind jetzt im Gasometer bzw. im Bunker. Ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Christian Stöcker ist bei mir. Schönen guten Tag. Hallo. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Hier drin ist schon ein bisschen komisch, oder? Ja, ein bisschen beklemmt ist schon. Also man merkt, dass man ganz schön viel Beton über sich drüber hat. Ich dachte, ich mache mal ein bisschen Atmosphäre für uns. Das ging wohl eher nach hinten los. Kommen wir zu schönen Sachen. Zum Beispiel zu deinem Buch Nerd Attack. So sieht's aus.
Und es ist ein tolles Buch. Also ich habe es gelesen. Dankeschön. Vielen Dank. Man erfährt ja da wirklich relativ viel von dir. Und ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. War das beim Schreiben bewusst? Also dass alle wissen, wie dein Kinderzimmer aussah und wie alles so läuft in deinem Leben? Naja, es steht ja eine Menge nicht drin. Also es steht zwar drin, wie mein Kinderzimmer aussah, aber wie meine erste Freundin aussah zum Beispiel, steht nicht drin. Und also es ist schon noch ein bisschen Privatleben übrig, glaube ich. Naja, aber C64 war ja dann quasi die erste große Partnerschaft auf jeden Fall. Das kann man hier draus... Ja, ein bisschen Liebe war schon dabei, ja, das kann man schon sagen. Kommen wir mal kurz zum Film, den wir gerade gesehen haben. Da ging es um Karl Koch und im Buch standen unheimlich viele Sachen, die ich vorher gar nicht wusste. Zum Beispiel Karl Koch und Tschernobyl. Was hat das miteinander zu tun? Karl Koch dachte angeblich, also es lässt sich natürlich nicht hundertprozentig rekonstruieren, aber er dachte angeblich, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Kernschmelze in Tschernobyl passiert ist. Also er hatte sich wohl kurz davor... Er war kurz davor in irgendwelchen russischen Rechnern unterwegs und wahrscheinlich konnte er auch nicht lesen, was da steht. Jedenfalls ist dann da das Kernkraftwerk hochgegangen und dann war er nicht ganz sicher, ob er nicht dran schuld ist. Aber er war eben auch schon zu dem Zeitpunkt ziemlich paranoid und ziemlich verwirrt und dann ist man eben auch beeindruckbar. Ist aber auch bewiesen, dass Karl Koch damit nichts zu tun hat. Karl Koch hatte damit nichts zu tun, nein. Deshalb war eine Verkettung von sehr unglücklichen Umständen, aber deutscher Hacker hat nichts damit zu tun. Okay, jetzt haben wir auch gerade gehört, deutsche Hacker waren nach dem KGB-Hack mehr oder minder ausgeschlossen. Was Ähnliches sagst du auch in deinem Buch. Und zwar steht da, dieser Sündenfall wirkte bis heute noch nach. Wie wirkt er heute noch nach? Naja, wenn man sich anguckt, wie in Deutschland im Moment über Computer und über das Internet immer noch geredet wird, da ist ja so eine sehr große Distanz und Skepsis so in der öffentlichen Debatte. Egal, ob man jetzt im Feuilleton oder in einer Talkshow oder im Parlament, sieht man bei ganz aktuellen politischen Debatten immer noch. Und das hat damit zu tun, dass so dieses positiv zukunftsbejahende Image der ganzen digitalen Sphäre in Deutschland nie so richtig angekommen ist. Und das wiederum hatte damit zu tun, dass es eben keine Protagonisten gab, die das irgendwie transportieren konnten. Während in den USA positive, da gab es Leute, die positive Computerfans waren. In Deutschland waren die erstmal abgemeldet, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Wir bleiben jetzt erstmal noch in Deutschland. Der Chaos Computer Club, wichtig und präsent, kennen wir alle. Und schauen uns mal die Geschichte an. Rotzapft ist. Als der CCC neulich seinen Briefkasten leerte, flatterten ihm braune Umschläge mit Festplatten aus Bayern entgegen. Digitaler Sprengstoff, Ausspionieren des kompletten PC, Raumüberwachung und Fälschen von Beweisen. Ungeahnte Möglichkeiten, die eindeutig den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts widersprechen. Die Brisanz daran liegt, dass man dadurch, dass man verdächtiger geworden ist, nicht automatisch all seine Bürgerrechte verloren hat. Man darf die Intimsphäre auch eines Verdächtigen nicht beliebig ausschnüffeln. Und das ist genau das, was der Staatstrojaner an dieser Stelle tut. Der Staatstrojaner späht weit übers Ziel hinaus. Und das ist verboten. Gegen den bayerischen Innenminister Herrmann wurde Strafanzeige wegen des Trojaner-Einsatzes in Bayern erstattet. Die Programmierer kümmerten sich offenbar einen Dreck um das, was erlaubt ist und was nicht. Und gemerkt hat's keiner. Der Nerd-Humor in Sachen Star Wars ist wohl nichts für Beamte. Blamiert hat sich sowohl die Firma, die diesen Trojaner an die Landeskriminalämter verkauft hat, als auch die Kriminalämter selber, die sich solchen offensichtlichen Schund haben andrehen lassen. Wenn ich das vergleichen mit einer Hausdurchsuchung, wo das Kriminalamt einen Schlüsseldienst dazuzieht, da würde ihm auch auffallen, dass wenn der Schlüsseldienst mit einer großen Abrissbirne vorbeikommt, um vorne die Front mal aufzumachen, dass das nicht verhältnismäßig ist. Und so ähnlich ist der Fall auch hier gelagert. Rückblick. Der CCC gründet sich 1981. Ein bunter Haufen, eine galaktische Gemeinschaft für Lebewesen mit durchaus ernsthaften terrestrischen Absichten. Nicht die bösen Buben wollen sie sein, sondern Systemfehler aufdecken. Die erste Aktion 1984, der BTX-Hack. Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet. So weist der Club nach, dass das als absolut sicher geltende BTX-System der Post katastrophal unsicher ist. Das erbeutete Geld geht postwendend zurück. Robin Hood der Daten. Ein Image, das den Club prägt. Allerdings nicht immer. Der Ton gegenüber den Hackern schlägt Mitte der 80er Jahre um. Es wird bekannt, dass Hacker aus dem Dunstkreis des Clubs in NASA-Rechner eindringen und parallel dazu einige Hacker, darunter Karl Koch, militärische Daten aus den USA an den KGB verkaufen. Robin Hood ist tot.
Die Folge? Eine Sinnkrise im Club. Die Gründungsmitglieder zerstreiten sich. Neue Köpfe übernehmen die Führung. Sie wollen nicht aufgeben. Neues Chaos, neue Ideen. Doch ein bis heute ungeklärter, mysteriöser Todesfall sorgt 1998 für Verunsicherung. Der Tote, der Berliner Boris F., sein Synonym Tron. Er knackt die Codes von Telefonkarten und der D-Box wie kaum ein zweiter. Und so kommt es erst Jahre später zu weiteren spektakulären Hacks. Getreu ihrem Motto, private Daten schützen, öffentliche nützen. 2006, der CCC zeigt, wie manipulierbar Wahlcomputer sind. 2008, Schäubles Fingerabdruck. Und 2010, dass der E-Pass Internetgeschäfte keineswegs sicherer macht. Hacker des CCC sind als Sachverständige vor dem Bundesverfassungsgericht gefragt und die große Politik geht auf Kuschelkurs. In letzter Zeit stellen wir schon fest, dass viele Parteien versuchen, uns sehr eng zu umarmen. Aber um unsere Unabhängigkeit zu bewahren, müssen wir auch, wenn wir Inkompetenz in den Reihen der Politik feststellen, einfach immer draufhauen, um uns da die nötige Distanz zu verschaffen. Der Club ist streitbar, chaotisch, unkonventionell und fordert die Mächtigen heraus. David gegen Goliath. Die alten Geschichten sind immer noch die besten. Wenn man sich heute Parlamentsdebatten im Internet antut, irgendwie, da hat man ja ganz oft das Gefühl, die haben keine Ahnung, wovon sie da überhaupt reden, oder? Ja, also ich glaube schon, dass da bei vielen Politikern noch ziemlich viel Nachholbedarf ist. Hat man jetzt auch gerade wieder bei den Debatten über den Staatstrojaner ja gesehen, dass da dann auch mal der eine oder andere die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, ja, woher soll ich denn wissen, wie das alles funktioniert? Mhm. Und wenn das dann aber mit der Verfassung kollidiert, was da passiert, dann ist das natürlich ein bisschen unschön, wenn die Politiker nicht so genau wissen, wovon sie eigentlich reden. Wie ist denn das? Seit den 80ern wiederum hat sich da ja dann doch einiges verändert. Also was muss sich deiner Meinung nach verändern, dass wir eine ideale Linie finden? Es muss, glaube ich, sich gesamtgesellschaftlich noch was verändern. Also wir müssen uns gesamtgesellschaftlich an den Gedanken gewöhnen, dass die digitale Welt da ist und nicht mehr weggeht. Mhm. Und dass sie völlig selbstverständlicher Teil unseres Alltags ist und dass das Internet nicht der Cyberspace ist, in dem sich irgendwelche merkwürdigen Gestalten tummeln, die mit uns nichts zu tun haben, sondern dass es einfach jedermanns Sache ist und öffentlicher Raum ist und dass die Geräte, mit denen wir damit umgehen und die Netze, in denen wir uns bewegen, ganz selbstverständliche Bestandteile unseres Lebens sind. Und das muss, glaube ich, auch bei der Politik erst noch so richtig ankommen, dass das der Fall ist. Okay, von Hacken hört man ständig, beziehungsweise liest man drüber, egal ob Scientology oder der Staatstrojaner. Und dabei ist Hacken eigentlich ganz einfach. Also zumindest, wenn man Spielen Glauben schenken darf. Stellt euch vor, ihr nehmt euch endlich die Zeit, um an eurer Biografie zu schreiben. Ihr erinnert euch an zärtliche Freundschaften aus eurer Tollschock-Zeit, die euch heute noch zum Lächeln bringen. Wirklich schöne Freundschaften. Genießt sie, denn zwei russische, sexuell frustrierte KGB-Agenten sind auf dem Weg zu euch. Emotional zerrüttet treten sie eure Türe ein. Bedrohen euch mit einer Art Waffe und knallen einen Laptop auf euren Tisch mit der Anweisung zu hacken. Eure Unfähigkeit könnte euch jetzt das Leben kosten, denn die Zahlen auf dem Monitor erscheinen euch zu fremd und geheimnisvoll. Dies ist der Moment, wenn ihr euch wünscht, Videospiele nicht als Zeitverschwendung abgetan zu haben. Bei uns geht's jetzt weiter gleich mit einem Spiel, das nennt sich Hacker. Und da geht es auch um die Hacker. Die können dort nämlich in ein anderes System einsteigen, ohne eben anderen zu schaden. Und um diese Denn spielerisch gehackt wurde schon 1986 in Activisions Hacker. Doch statt einer Hacksimulation wurde man in ein Hack-Adventure geschmissen, um unbeholfenen Agenten Geheimpapiere zu entwenden. Hier auf Griechisch. Hacken als Spieleelement fand man auch in Bloodnet, wenn man bereit war, sich durch Tolstoi lange Textkästen zu klicken. Besser hatte es schon der Cyberpunk-Cocktail Shadowrun für Super Nintendo drauf. Das Spiel bot eine künstliche Matrix, in die man gleich seinen Hardkörper hacken konnte, um dort Informationen zu entwenden. Shadowrun fürs Genesis bot das Ganze in künstlichen 3D, aber das Spiel ist heute noch real gut. Ganz im Gegensatz zum Rasenmähermann. Das war früher schon CD-ROM-Shit und ist heute immer noch. Bringt alles nicht viel in Todesangst. Die maskulinen Hacksims müssen her. Wie wär's mit Uplink? Ein in sich geschlossenes Netzwerk muss mit kleinen Programmen zu unterschiedlichen Zwecken zerhackt werden. Missionen gibt's per internem Mailsystem. Und der Äther schimmert einsam blau.
Wem das Geld für alte Spiele zu schade ist, geht ins Internet. Auch hier warten Tausende von künstlichen Servern darauf, mit Kommandozeilen ausgetrickst zu werden. Hacks finden sich heute in vielen Spielen, müssen aber durch die Komplexität realer Hacks hauptsächlich als Minigames herhalten, um Spaß zu machen. In Bioshock löst ihr Röhrenrätsel, bis die Suppe fließt und Maschinen auf euer Kommando gehorchen. In Fallout 3 löst ihr Mastermind-artige Worträtsel. In Mass Effect wird der Hack zum Suchbild unter Zeitdruck. Und Deus Ex 3 machte aus der komplexen Kiste gleich ein Strategiespiel. Und wer jetzt keine Lust zum hemmungslosen Hacken bekommen hat, muss sich nicht wundern, wenn er am Ende wie ein haptisches Baby heult. So, wir heulen jetzt hier nicht rum, sondern werden nochmal ernst. Ernst wurde es ja auch für Spieler im Frühjahr. PlayStation und Electronic Arts, die bekleckern sich ja gerade im Moment auch nicht mit Ruhm. Was lief und läuft da immer noch falsch? Ob es noch falsch läuft, ist im Moment nicht so ganz einfach zu sagen. Also was passiert ist in jedem Fall, ist, dass Electronic Arts sich für seine Zusatzsoftware Origin, die mit verschiedenen Spielen auf dem PC verpflichtend installiert werden muss, sehr, sehr weitreichende Rechte selbst einräumen wollte mit den Nutzungsbedingungen. Und diese Nutzungsbedingungen finden zumindest deutsche Datenschützer, gehen so nicht nach deutschem Recht. Also das Programm behält sich vor, auf der Festplatte zu gucken, was da noch so drauf ist, die IP-Adresse und den Namen des Spielers weiterzumelden. Electronic Arts hat sich vorbehalten, diese Daten auch an Partner weiterzureichen etc. Das ist aber jetzt gerade geändert worden. Die Nutzungsbedingungen sind schon geändert. Das Programm ist immer noch das gleiche. Und Electronic Arts sagt, das Programm schnüffelt aber nicht, sondern es sucht nur nach Electronic Arts Spielen und überprüft deren Lizenzen. Aber ich glaube, so ganz ausgestanden ist die Sache noch nicht. Auf der anderen Seite, Hacker, ne, genießen auch großen Ruhm und das war schon früher so, also zu deiner Zeit. Und ganz am Anfang gab es, glaube ich, noch nicht mal einen Kopierschutz. Also es war, glaube ich, völlig normal, oder? Das ist richtig. Ganz am Anfang, also die Spiele für den C64, die wir so in den frühen 80ern kopiert haben, die hatten überwiegend noch gar keinen Kopierschutz. Nur hat die Branche dann relativ schnell gemerkt, dass die Dinger sich sehr viel schneller vervielfältigt haben, als sie das eigentlich vorgesehen hatte. Und dann begann ein Wettlauf, der im Prinzip bis heute läuft. Also es werden immer schwierigere, kompliziertere Kopierschutzmechanismen entwickelt, inzwischen oft mit einer Online-Komponente, also dass das nur mit einem Internetanschluss überhaupt noch funktioniert. Und es werden immer wieder Methoden entwickelt, diesen Kopierschutz zu umgehen. Ein ewiger Wettlauf. Was ich im Buch gelesen habe und sau lustig fand, Floppy Disk nannte man sich das damals, sind diese Disketten, die sich so biegen lassen. Richtig. Und da schreibst du, dass man da einfach nur ein Stück abschneiden musste. Mhm. Wie hat denn das funktioniert? Naja, also die waren eigentlich nur dafür gedacht, dass man sie auf einer Seite beschreiben konnte. Wenn man aber an der anderen Seite so ein kleines Eckchen rausgeschnipselt hat, dann konnte man die Diskette umdrehen und die Rückseite auch noch verwenden. Das haben natürlich findige Leute schnell rausgefunden, denn die Dinger waren teuer. Und es gab dann irgendwann sogar Diskettenlocher, mit denen man diesen Knipser elegant und genau quadratisch rausschnipseln konnte. Sozusagen. Für die Profis. Hast du eine Ahnung, wie viele Spiele du kopiert hast im Laufe deines C64-Lebens? In jedem Fall Hunderte. Also da kann man, glaube ich, heute drüber sprechen. Ich hoffe eigentlich, dass ich inzwischen von der Strafverfolgung verschont werde. Aber das war auch ganz üblich. Also ich habe zu Hause auf dem Dachboden bei meinen Eltern noch eine Diskettenbox. Da sind 100 Disketten drin. Auf jeder sind so 5 bis 10 Spiele. Kann man sich ausrechnen. Das kommt schon einiges zusammen. Viele davon habe ich nie gespielt. Und mit dem Kopierschutz an sich gab es ja wirklich irgendwie eine Kunstszene letztendlich mit den Vorspänen, was du auch im Buch beschreibst. Kannst du es nochmal ganz kurz erklären? Ja, es wurde die Cracker-Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben, diesen Kopierschutz zu entfernen, die waren sehr stolz auf das, was sie gemacht haben. Das waren ja Teenager, die für die das auch eine Ego-Geschichte war natürlich. Und die haben im Prinzip so eine Kultur entwickelt, die sich so ein bisschen mit der Sprayer-Kultur vergleichen lässt und haben sich dann selbst gerne gepriesen in Vorspänen, die sie vor die gecrackten Spiele davor gesetzt haben. Und diese Vorspänne, in denen wurden dann andere Cracker-Gruppen gegrüßt und man hat beschrieben, wer man selbst ist, und die wurden immer ausgefeilter und immer künstlerischer. Und irgendwann haben sich hießen dann Demos, zuerst Intros, später Demos, wurden so ausgefeilt, dass sich da eine ganz eigene Kunstrichtung daraus entwickelt hat. Und die gibt es heute noch, diese Demoszene. Ich sag Dankeschön, dass du da warst, hier im netten Bunker. Das Buch, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und das, was Christian gerade erzählt hat, das schauen wir uns jetzt nochmal an, und zwar in Bunt und mit Ton. Es begab sich zu einer Zeit, als Computer noch aussahen wie Brotkasten und man Daten auf Diskette speicherte. Schon damals kosteten pixelige Computerspiele eine Menge Geld. Zu viel Geld für Taschengeldbezieher.
Die Lösung für findige Programmierer hieß, den Kopierschutz des Spieles knacken und die Kopie an Freunde weitergeben. Doch das verbotene Cracken der Spiele war nur ein Teil der Fingerübung. Weil die sogenannten Cracker mit ihrer Tat Eindruck machen wollten, hingen sie vor das Spiel ihre Cracktro, die digitale Duftmarke. Erst danach startete das eigentliche Spiel. Mit der Zeit entwickelte sich ein richtiger Konkurrenzkampf der Cracker-Gruppen um das beste Intro. Die Motivation damals war reiner Spaß an der Sache, möchte ich definitiv behaupten. Und ich denke auch, dass das bei allen so war. Es war einfach die Herausforderung zu beweisen, dass man selber besser ist als die Softwarekonzerne, die sich irgendwelche Schutzmechanismen einfallen haben lassen, um das Kopieren zu verhindern. Und man selber sich damit bewiesen hat, dass es eben doch geht. Im Netz findet man viele Zeugnisse der Cracker-Gruppen von damals. 1993 setzte die finnische Demogruppe Future Crew im Wettstreit mit anderen Demogruppen einen technologischen und historischen Meilenstein. Die Demo Second Reality lieferte nicht nur bisher nie gesehene Animationen in Echtzeit. Sie war so etwas wie die Initialzündung für die nachfolgende Generation der Demoszene. Jahrzehnte später treffen sich auf der ganzen Welt die kreativen Programmierer der Demoszene. Auf den regelmäßig stattfindenden Demoszene-Partys tauschen sich die Grafikkünstler über neue Programmierkniffe aus, um auch noch das letzte Pixelchen aus der Hardware herauszuholen. Denn, wie schon erwähnt, die kunstvollen Gebilde entstehen erst im Moment ihres Betrachtens. Was aus der Ursuppe der Cracker-Szene entstand, ist mehr als nur eine Spielerei am Computer. Das sagt Dr. Daniel Botz von der Ludwigs-Maximilians-Uni in München. Er hat ein aktuelles Buch über die Demoszene geschrieben. So liegt für ihn zum Beispiel die Ästhetik einer Demo in der Limitierung der verwendeten Hardware. Das heißt, man kann einer bestimmten Computer-Hardware nur bestimmte Sachen abverlangen. Ja? Und das Interessante bei einer Computerdemo sind eigentlich nicht so sehr die grenzenlosen Möglichkeiten einer Computerplattform, sondern das, was eben schwierig zu realisieren ist oder eventuell auch gerade gar nicht geht. Also auch eine Hardware, die schon ein bisschen älter ist, wird sehr, sehr gerne als Demo-Plattform hergenommen, weil sie einfach mehr Herausforderung ist zum Programmieren und weil sie gewisse Einschränkungen bietet, die dann als willkommene ästhetische Problemvorgaben hergenommen werden. Zum Beispiel die Minimalästhetik einer 4K-Demo. Nur 4000 Zeichen Programmcode erzeugen dieses fragile Gebilde. Digitale Kunst par excellence. In diesem Jahr gab es eine ganze Menge Ärger. Warum das Ganze? Der Zustand des deutschen Spielejournalismus. Also Spieletests, die eher an Tabellenkalkulationen erinnern und die so niemand braucht. Auf der anderen Seite seien die Spiele, also die meisten, eh viel zu platt, um sie gut zu besprechen. Wir wollten wissen, ist das wirklich so? Sind nach Köln gefahren zur Next Level Konferenz. Die nehmen Spiele wirklich ernst als sinnstiftendes Medium. Kunst und Kultur des Videospiels. Köln-Kalk, eben noch sozialer Brennpunkt und Hort der autonomen Szene, jetzt schon mitten in der Röhrenjeans-Gentrifizierung. Hier ist die digitale Bohème eingefallen, zur Next Level Conference 2011. Mittendrin in der Debatte um die Branchenzukunft ist die amerikanische Game-Designerin und Autorin des Buches Critical Play, Mary Flanagan. A lot of times the game industry does not have room to play, to ask questions of like, why do we assume that this treasure chest means we have a treasure? And why do we assume that if I'm in a first-person shooter or if in a first-person point of view, I must shoot? These kinds of things that have become genre-specific and kind of assumptions in games, artists pull back and question. And that leads us to be able to make new kinds of things because we see them for what they are. We see them as constructions that can be broken.
In Games-Kunstwerken wie Borders versucht Flanagan, die Grenzen auszuloten. Und sie produziert Spiele für den sozialen Wandel, zum Beispiel Profit Seed, das die Genmodifizierung von Lebensmitteln thematisiert. Für den Leiter des Games Lab, Björn Bartholdy, sorgen Indie-Designer wie Flanagan für einen Wandel. Es geht nicht darum, einfach nur bewährte Gameplay-Mechanismen neu zu repetieren, sondern es geht vor allen Dingen darum, neue Themen reinzuholen. Und das ist ja auch etwas, was man gerade im Bereich der großen AAA-Industrie sieht. Die holen immer wieder ihre erprobten Franchises, ihre erprobten Themen raus und da fehlt irgendwo die Erneuerung. Und da, glaube ich, eben kommen auch viele Impulse von den Indies und da werden wir in der Zukunft noch viel mehr Austausch sehen. Da bin ich fest überzeugt von. Gerade arbeitet Bartholdy an einem Buch über die Indie-Szene. Darin zu finden Spiele wie das Artgame Ulica Dimitrova, das Forschungsspiel Foldit oder 1378 Kilometer von Jens Stober. Bekannt geworden ist die Half-Life 2-Mod über den Unrechtsstaat der DDR durch einen von der Springer-Presse aufgebauschten Skandal. Für die Indie-Szene ist das Game vor allem aufgrund seiner Produktionsbedingungen typisch. Die Spielhersteller unterstützen ja auch die Community darin und gerade Modding bot sich und bietet sich immer noch stark dafür an, weil man einfach schon eine Umgebung hat, eine 3D-Umgebung, in der man dann seine Modifikation vornehmen kann, wobei es dann da natürlich auch, wenn man das Spielprinzip verändern will, wegkommen von dem Deathmatch-Gedanken, da muss man dann auch programmieren und die Programmierung ist langwierig und die kostet dann mitunter auch Geld. Doch die Teilnehmer der Next Level Conference sind sich einig. Geld ist nicht alles und Diskussionen um eine fehlende inhaltliche Relevanz von Games gehören bald der Vergangenheit an. Wenn denn Designer, Spieler und vor allem die großen Produzenten der Branche ihren Gegenstand wirklich ernst nehmen. They're living. They don't really exist unless you're playing within them. You know, a game is not like an artwork on a wall, whereas a painting, you know, it has to be lived. It has to be experienced and that's the power of them. Die Forderung lautet, kein weiteres Sequel-Geschleuder, kein weiteres Cash-Cow-Gemelke, sondern Experimente. Durch Spielen mit Designs, Gameplay und Inhalten. Dann wird's auch was mit relevanten Big-Budget-Titeln. Und damit sind wir jetzt hier bei den ganz besonderen Momenten, also die im Gedächtnis bleiben. Gemeint sind Situationen in Videospielen, wo der Gamer mit offenem Mund dasteht. Ja? Half-Life 2 ist nicht nur einer der wichtigsten Ego-Shooter überhaupt, es hat auch den wohl längsten Magic-Moment in der Games-Geschichte. Grund genug, sich für uns Episode 2 nochmal genau anzusehen und immer dran denken, Mund zu. Wenn es einen Endkampf in einem Shooter gibt, der uns das Gehirn weggeblasen hat, dann ist es die Strider-Schlacht aus Half-Life 2. Der Kampf ist Höhepunkt von Valves Meisterwerk aus dem Jahr 2007 und ein emotionaler Orgasmus erster Güte. Der Spieler muss eine Basis beschützen, in der eine Rakete lagert, die das Portal der Aggressoren schließen kann. Es folgt ein Kampf, der sich für alle Zeiten in unsere Gehirnwindungen gefressen hat. Die gigantischen Strider kriegen wir nur so dran. Eine Magnusbombe an ihren Arsch kleben. Und dann hau weg die Scheiße. Dummerweise haben wir noch die Jäger am Hals, sodass der Kampf an zwei Fronten stattfindet. Der erste zerstörte Strider macht uns das erste Mal richtig high. Ein kurzes Hochgefühl, denn uns bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Transporter der Combine fliegen an und setzen noch mehr der Ungetüme ab. Wir steigern uns immer mehr in einen Rausch. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Chaos, Atemlosigkeit, Hektik galore. Sollte auch nur ein Strider durchkommen, ist die Mission verloren. Sind alle Maschinen besiegt, hat man die Ehre, die Rakete selbst zu zünden und somit das Portal der Invasoren zu schließen. Zurück bleibt ein euphorisierter Spieler und das Gefühl, geil, geil, geil. Ja, ein besseres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben, deswegen sage ich jetzt ganz schnell auf Wiedersehen, bis zur nächsten Woche.